Herzlich willkommen. Heute testen wir auf der Autobahn mit 100 km/h per GPS den Renault Twingo Elektro vom Autohaus Sonnleitner in Nürnberg. Ein Elektroauto der Fahrzeugkategorie Kleinstwagen. Der Name Twingo ist ein Fantasiewort von Manfred Gotha. Klingen soll es wie fröhlich und originell. Entworfen hat ihn Patrick Lecquement, der das ungewöhnliche Design und das Innenraumkonzept 15 Jahre lang nahezu unverändert erfolgreich verkauft. Der Öffentlichkeit erstmals gezeigt wurde der Twingo im Jahr 1992 auf dem Autosalon in Paris. So wurde die erste Generation bis 2007 gebaut und wurde vom Twingo 2, wie jetzt in diesem Bild, abgelöst. Dieser wurde bis ins Jahr 2014 angeboten. Die dritte Generation, wie im Bild, wird mit einem Dreizylinder-Reihenmotor verkauft und wird nun ergänzt seit August 2020 vom ZE mit Elektroantrieb. Gut, nun gehen wir mal auf die Website von Renault und wir schauen uns mal ein paar technische Details an. Die Fahrzeugbreite ist 1646 mm, die Fahrzeughöhe 1557 mm, die Fahrzeuglänge 3615. Das Fahrzeug ist motorisiert mit 82 PS und hat jetzt Hinterradantrieb. Und bei den Gängen habt ihr jetzt nicht mehrere Gänge, sondern nur einen. Das ist halt typisch für Elektromotoren an sich. Nach WLTP kommt das Fahrzeug, es ist ein Fahrzyklus, 190 Kilometer. Ich teste die Fahrzeuge doch lieber selber und werde euch dann am Schluss auch dann nochmal das Ergebnis präsentieren. Das Fahrzeug schafft 135 km/h. Laut Tacho habe ich geschafft 138, 139 von 0 auf 100 in 12,9 Sekunden. Bei der Reifengröße 185 vorne, hinten 205, hinten Trommelbremsen und vorne habt ihr innenbelüftete Scheibenbremsen auf 260 mm. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs beläuft sich auf 1518 Kilo. Leergewicht des Fahrzeugs leichte 1168 Kilo. Ja, das Sondermodell, in dem ich hier sitze und mit dem ich jetzt Probe fahre, ist Vibes, würde inklusive Überführung 24.790 Euro kosten. Ja, jetzt gehen aber hier noch Prämien weg und da gibt es eine Besonderheit und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Die 10.000 Euro Elektrobonus können euch sicher, wenn ihr jetzt ein Auto bestellt. Wenn ihr aber bei Autohaus Sonnleitner in Nürnberg bestellt, kommt ihr nicht nur 6.000 Euro Bundzuschuss, 3.000 Euro von Renault und 100 Euro vom Bundesamt Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, sondern wir haben uns was überlegt. Ich verhandle ja immer gerne noch für euch und möchte noch ein bisschen Rabatt rausholen, Bonus. Und deswegen haben wir nochmal einen Bonus ausgehandelt. Für ein einfaches Modell von dem Twingo Elektro bekommt ihr nochmal 500 Euro Bonus. Wenn ihr zum Beispiel das Vibes, das Sondermodell oder hochpreisige Modelle nehmt, kriegt ihr nochmal 1000 Euro on top. Somit kommen wir dann insgesamt, wenn ihr das Auto im Autohaus Sonnleitner in Nürnberg bestellt, 11.000 Euro Elektrobonus. Ja, was wollt ihr denn mehr? Klasse Preis, 25.000 Euro minus 11.000. Das ist doch eine Sache. Also bestellt beim Autohaus Sonnleitner in Nürnberg und ihr kriegt garantiert diesen Preis. Bei der Bestellung sagt einfach unter dem Motto YouTube Andreas Hähnl, dann wissen die Bescheid die Verkäufer und ziehen euch dann die Prämie, den Bonus nochmal zusätzlich ab. Serienausstattung, was mir echt gut aufgefallen sind die Leichtmetallfelgen. Hier in 16 Zoll, das macht den Wagen richtig sportlich und spritzig, gefällt mir richtig gut. Ihr habt diverse Punkte jetzt hier, 7 Zoll Touchscreen. ABS, verschiedene Farben kosten auch jetzt nicht irgendwie extra dazu. Auf der linken Seite seht ihr das hier nochmal. Also da ist doch was dabei, was euch gefallen würde. Ja, Ladezeiten könnt ihr Schüko laden. Ihr habt ja jetzt AC in 15 Stunden oder dann beschleunigt dann in einer Stunde. Oder ihr habt eine einfache Wallbox 16 Ampere. Hier liegen wir dann bei 8 Stunden. Was auch immer wichtig ist, ist die Garantie. Hier gibt Renault 8 Jahre und 160.000 Kilometer und mindestens 70% Batteriekapazität. Also wir gehen immer von 100% aus und nach 8 Jahren verliert das Fahrzeug 30% an Akkukapazität und habt dann noch 70 zur Verfügung. Ich habe dann auch mal gefragt, wie die Lieferzeiten aktuell sind. Der Händler meinte, der Autohaus Sonnleitner, aktuell liegen wir bei 3 Monaten Lieferzeit. Nun laufe ich für euch einmal um das Auto herum. Wir schauen uns Innenaufnahmen an und einmal mit der Drohne um das Fahrzeug herumfliegen und dann geht's rein in die Verbrauchsfahrt. Also viel Spaß!
Mir gefällt, was ich da sehe. In Weiß, schön gehalten. Sitzheizung vorhanden. Ihr könnt eure Geräte anschließen und ihr habt einen kleinen Monitor in der Mitte. Toll in Weiß gehalten. Rundumblick ist gut. Hinten nur wenig Platz. Kofferraum sehr klein. 165er Reifen. In dem Fall Winterreifen jetzt. Hier könnt ihr vorne die Klappe aufmachen. Rechts und links den Hebel betätigen. Die Haube nach unten schieben. Und die Flüssigkeiten einfüllen. Hier im Sondermodell. Die Verbrauchsfahrt beginnt mit leichtem Regenwind 10 km/h, Ost-Nordost 951 Ember. Wie es gewohnt seid, Innentemperatur 20 Grad, Lüftung auf 3, Klimaanlage aus. Die Außentemperatur lag bei 4 Grad und gestartet um 6.17 Uhr in der Früh. Der Renault Twingo wurde aufgeladen auf 100% am Turbocharger AC-seitig. Ich werde euch oben rechts das Ladevideo noch verlinken. Unten in der Beschreibung könnt ihr es auch nochmal finden. Und aktuell jetzt schon 94%. Das Fahrzeug habe ich bewegt mit 100 km/h per GPS und einstellen muss ich am Fahrzeug 102 km/h. Durchaus ein normaler Wert. Es gibt Abweichungen bei 100 oder 105. In dem Fall liegt der Twingo bei 102. Jetzt wieder mit mehreren Fahrzeugen schon gemacht. 1 Meter über der Mittelkonsole mit derselben App DB-Test. Wie ist die Akustik im Fahrzeug bei 100 km/h per GPS? Wir liegen über 60. Das Ganze wird immer bemessen auf 30 Sekunden. Ich nehme keinen äußeren oder starken Wert, sondern immer den Mittelwert und der wird bei mir auch gewertet. So schauen wir uns an, wo liegt der denn? Auf Platz 7 Renault Twingo mit 64,3 dB bei 100 km/h. Gut, wir bewegen uns mit 102 km/h Richtung Regensburg wieder auf der Autobahn. Es war leichter Regen, also der Rollwiderstand war etwas höher und wie gesagt, das Fahrzeug hatte jetzt hier keinen Spurhalteassistent, es hatte nur einen Tempomat. Der wiederum hat aber gut funktioniert, wenn ich bergauf gefahren bin. Das Fahrzeug hat genügend Leistung, hält dann auch die 102 km/h im Tempomat. Ich werde jetzt immer wieder versuchen, die Werte euch zu variieren. Hier in dem Fall jetzt in der Mitte des Bildes mit 18,8 kWh auf 100 km.
Eins weiter drunter ist der Schätzwert, der liegt aktuell bei 110 km/h. Eins drüber jetzt nochmal, der Echtzeitverbrauch. Ich kann da also rechts am Lenkrad habe ich einen Hebel und kann das immer wieder variieren. Durchschnittsgeschwindigkeit aktuell bei 71, 72 km/h. So, 36 Kilometer bereits zurückgelegt. Das Fahrzeug hat jetzt hier noch einen klassischen Tacho und finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ist gut abzulesen. Er ist ja jetzt auch nicht so, also er fährt über 130 und trotzdem wähle ich jetzt hier die 100 km/h, weil der Akku ja auch nicht groß ist. Also der Akku hat ja nur eine Größe von 21,3 Kilowattstunden netto. Ja, Schätzwert immer noch 84 Kilometer und mittlerweile bei 59%, 58%. Jetzt geht dann auch mal hier die Geschwindigkeit runter. Ich wende jetzt wieder, da bin ich fast in Regensburg und fahre jetzt wieder Richtung Berg. Es ist immer dieselbe Strecke und es gibt vergleichbare Fahrzeuge, Seat zum Beispiel, der Mini. Ich habe schon so viele kleine Fahrzeuge getestet und am Schluss machen wir wieder eine Benotung und dann schauen wir mal, wo der Renault Twingo jetzt hier in der aktuellen Version als Elektroversion denn auch landen wird. Verbrauch ist positiv, liegen wir bei um die 18 Kilowattstunden und hier auch nochmal der Echtzeitverbrauch. Da geht es natürlich immer bergauf, haben wir einen höheren Verbrauch, bergunter kriegt man sogar Rekuperation, ist dann ein Minuszeichen, kriegt er dann Energie zurück. Das ist auch der Vorteil eines Elektrofahrzeugs. Ja, die Außentemperatur bleibt bei 4 Grad. Es war also kein schönes Wetter zum Testen, aber wie gesagt, das Fahrzeug muss das auch abkönnen. Und ich werde das aber auch noch mit in die Bewertung mit reinnehmen, natürlich, wenn es regnet. Ja, Schätzwert auch jetzt an die 50 Kilometer nur noch. Verbrauch sinkt weiter erfreulich. Und wie gesagt, im D-Modus gibt ja dann noch diese drei anderen Stufen. Ich habe jetzt bewusst im D-Modus. Und über dem D habt ihr die Zeiger, also die Anzeige, wo er dann den Verbrauch auch zeigt. In dem Fall versuche ich da immer im Mittelbereich zu bleiben. Bergab geht dann der Zeiger nach links. Beim höheren Verbrauch, also wenn ich mehr entnehme, mehr Leistung, geht er nach rechts. Finde ich ganz gut gemacht. So, 29, 28% noch im Akku. Und ich versuche für euch wieder alles rauszuholen aus dem Auto. Mal schauen, 1%, vielleicht geht es sogar noch einen Tick runter. Und ich bitte euch, das nicht nachzumachen im Alltag. Das ist, wie gesagt, ich möchte halt gerne herausfinden, wie weit das Fahrzeug mit einer Akkuladung kommt. Das Fahrzeug wurde auch vorher ordentlich warm gefahren, mindestens eine Viertelstunde auf der Autobahn. Jetzt oben rechts habe ich das erste Mal das Warnsignal, dass der Akku hier bei 18, 19% kriegt ihr ein Warnsignal. In dem Bereich sollte man auch immer laden, zwischen 10 und 20%. Ist durchaus ein optimaler Bereich. Wenn es weiter runter geht und die Ladesäule funktioniert mal nicht, also lasst da immer bitte ein bisschen Puffer drin. Bei mir war das jetzt hier alles kontrolliert und die Ladesäule habe ich vorher getestet. 13% Akkukapazität. Schätzwert 18 Kilometer. Und ich versuche, ja, in dem Fall habe ich jetzt 98 km/h eingestellt. Temperatur ist leicht nach oben gegangen. 9% und jetzt zeigt er mir keinen Schätzwert mehr an. Das finde ich nicht so gut. Ich würde hier gerne, dass er mir weiter den Schätzwert anzeigt. 7% noch und jetzt muss ich nach Gefühl fahren. Also, der Akku war neu, das ist ein neues Fahrzeug, da kann man das durchaus machen. Bei älteren Modellen ist es schwierig. Kann durchaus nicht mehr stimmen untenrum. 4%. Und am Schluss werden wir, wie gesagt, uns die ganzen Werte dann auch nochmal anschauen und dann gibt es auch nochmal eine Benotung von meiner Seite. 2%. Jetzt wird spannend. Er reduziert mir auch schon die Geschwindigkeit. 60 km/h. Die Schildkröte oben links neben dem Zeiger, seht ihr, 1%. Und jetzt geht es hier leicht bergauf an die Ladesäule. Immer noch 1%. Geschwindigkeit wird reduziert. Ich bin also voll auf dem Strompedal und er reduziert mir weiter die Geschwindigkeit. Der Akku ist komplett leer. Ich fahre also nur noch mit 30 km/h. Jetzt 20 km/h, 10 km/h und ich bin gleich angekommen. Der Twingo ist angekommen um 7 Uhr 49 an der Ladesäule mit der Außentemperatur von 5 Grad. Das Endergebnis und Fazit mit der Benotung: Folgendes Ergebnis wurde erreicht. Angekommen mit 16,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 81,1
Und die Reichweite habe ich jetzt hier geschafft mit 100 km/h auf der Autobahn, gemessen per GPS, 133,9 Kilometer. So, das waren jetzt mal die Fakten. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich habe mir natürlich jetzt mal das Fahrzeug komplett angeschaut, die Daten verglichen mit sämtlichen kleinen Fahrzeugen. Vor allem der Seat Mii, den habe ich sehr stark mit reinbezogen. Und gehen wir vielleicht mal kurz die Punkte durch zwischen den zwei Fahrzeugen. Der Verbrauch ist kaum ein Unterschied. Die Reichweite im Verhältnis, weil der Seat Mii hat etwas größeren Akku, das passt beim Twingo, das ist okay. Die Geschwindigkeit war leicht höher jetzt hier bei dem Renault. Und ja, und jetzt kommt das große Thema. Ihr wisst, ich habe drei Faktoren, die jetzt für die Benotung, weil ich bei jedem Video gerne eine Benotung abgeben möchte, um euch das kompakt dann auch zu präsentieren. Die Reichweite, der Verbrauch und die Ladeleistung. Bei beiden Punkten Reichweite und Verbrauch bin ich ungefähr pari mit dem Seat Mii. Jetzt geht es um die Ladeleistung. Da habe ich ein Dilemma, weil der Twingo lädt nur AC-seitig. Das aber fantastisch schnell, maximal. Ich werde euch oben, beziehungsweise das unten dann auch nochmal, das Ladevideo habe ich glaube ich am Anfang schon verlinkt. Das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Ja, und hier haben wir die Konstellation, dass er 22 kW laden kann, AC. Jetzt hat er aber keinen CCS-Anschluss, das ja für Langstrecken eigentlich sehr gut geeignet ist, weil ich eben ja etwas mehr Geschwindigkeit und mehr Ladeleistung auch generieren kann auf langen Strecken. Das bietet der Twingo eben nicht und ja, er lädt aber auch sensationell schnell auf AC-seitig. Das heißt, wenn ich jetzt von der Autobahn eventuell ein paar Meter runterfahren würde, regional schaue, dass ich irgendwo einen Typ 2 Ladestation finden würde, dann kann man das durchaus machen. Also bis zu einer Stunde muss man durchaus warten, bis das Fahrzeug voll ist, bis auf 80-85%. Das ist mir aber zu wenig. Ja, also CCS hat er nicht, AC kann er richtig schnell und damals hatte ich bei dem Mii hatte ich eine 3 gegeben. Und da er aber hier keinen CCS-Anschluss hat, muss ich dem Wagen trotz alledem eine 3- geben, weil er einfach hier etwas benachteiligt ist. Für mich gehört ein modernes Fahrzeug mittlerweile auch kleine Strecken auf der Autobahn, muss er absolvieren können. Und da ist CCS einfach schneller wie AC-Laden, auch wenn er hier sensationell gut laden kann mit bis zu 22 kW. Trotzdem gehört für mich ein modernes Auto, gehört CCS rein und deswegen kriegt er von mir eine 3-. Gut, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr konntet den einen oder anderen Punkt, wir können gerne auch nochmal unten diskutieren, ihr könnt Kommentare mit reinschreiben, wenn ihr möchtet und dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, Servus.